So, weiter geht's mit Need for Speed Hot Pursuit und wir machen heute weiter mit den Racer. Wir haben ja nicht mehr so viel. Damit ist das nächste Thema alles erledigt. Nixer. Hier haben wir nochmal ein Rennen mit 40,6 Kilometer. Und hier haben wir nochmal eine Hot Pursuit. Allerdings gegen uns natürlich. Hier haben wir nochmal ein Rennen. Ich check gerade nur durch, wie viel wir haben, wie viel wir noch offen haben. Das dürfte aber auch nicht mehr so viel sein, ne? Sehe ich das gerade richtig? Gut, ist doch. Es sind ja noch einige Events offen, die noch gesperrt sind. Bei der Hyper-Serie, ja. Okay, doch. Ja, scheiße. Ah, ich dachte, wir hätten es vielleicht sogar noch schaffen können. Ah, na, wir hätten sogar heute das Spiel komplett durchziehen können. Aber es ist scheinbar nicht so viel. Es ist scheinbar noch ein bisschen was zu fahren. Hier sind auch nochmal zwei. Naja. Na gut, dann machen wir heute. Und dann ein 40 Kilometer Rennen. Let's go. Ich befürchte, dass wir heute das tatsächlich das einzige. So, hier nehmen wir mal den Murcielago Super Veloce. So, hoffen wir mal, dass wir es hinkriegen. So, unter die ersten drei sollen wir mal kommen. Das ist unser Ziel. 40,6 Kilometer, die heute uns anstehen. Und ich dachte, mit dem 30 Kilometer, da habe ich das ein bisschen etwas gedacht. Da sind wir durch. Das schaffen wir. Aber hier ist auch schon 25.000 Kopfgeld, wenn wir die, das wird auf F1 schaffen. Mal gucken. Ja, es sind tatsächlich mehrere Autos. Es sind tatsächlich genau 8 Autos, ja. Schade, mit 6 oder 4 wäre es einfach gewesen, wenn wir hier einen hinter uns haben. Jetzt müssen wir mal schauen, was da alles hier kommt. Jetzt zieht er uns ein bisschen vor, bleibt mal weg da. Wie gesagt, wenn ich Platz 3 werde, dann bin ich ziemlich zufrieden. Hier hat es auf jeden Fall richtig geknallt. Das war fast so klar. Dass der sich im letzten Moment noch entscheidet, sagt, komm, den knall ich auch noch vorbei. Warum muss ich eigentlich so scheiße mal verletzt das Auto fahren? Das Ziel ist, dass sie nur auf einer Hause zu fahren. Ich wäre durch gewesen, wenn der nicht in den Dings gewinnt, der mich. Weil der eine ist weg. Warte, fest. Der vorne abdeckt. Yeah.
habe ich momentan hier halt in den 5. Klar, das kann nicht wahr sein, ey. Das kriegt momentan. Krieg ich die Scheiße nur an der Marke, weil die drückt, die kann mich wegdrücken. Jetzt habe ich 4 Autos vor mir. Also das hat er schon. Ihr habt das geschafft, was es wollte. Nervst du mich gerade? Ja, das war jetzt der dritte, ne? Und der zweite auch hinterher, okay. Also, wir haben die Hälfte jetzt rum. Bitte, ist das immer noch einer von diesen Rundchen? Also, die anderen 3. Sind weg, 11 Kilometer noch.
So, 1,8 Kilometer noch. Ich werde ein bisschen Nitro tanken. Das tut aber mir den Gefallen nicht am letzten wichtig Ziel. Zweiter. Egal. Thema 40 Kilometer Rennen gecheckt. 9 Minuten 21. Ja, okay. Der hat ja auch keinen Fehler gemacht da vorne. Muss man ihn mal einfach anrichten. Zwischendurch war ich mal dran, aber ich hatte keine Chance mehr, wirklich dann ins Rennen zurückzugreifen. Aber wichtig ist, dass wir diesmal dieses Rennen nicht geschafft haben. Wir haben das 30 Kilometer Rennen weg. Wir haben das 40 Kilometer Rennen weg. So, aber ein Rennen haben wir dann noch gleich. Aber dafür gibt es gutes Geld. Gute Punkte. Gutes Kopfgeld, so rum ist es richtig. So, neues Auto mal halten. Diesmal Königsex und zwar die CCXR-Edition der Hyper-Serie. Damit haben einige neue Rennfahrer hier wieder freigeschaltet, weil wir eben einige neue Autos. Wieder ein neues Auto haben. Ja, wir haben hier noch ein Hoppesit. Ja, wir haben hier keine Dicks mehr, ne? Wir haben hier leider keine. Hier ist noch ein Rennen, 19,3 Kilometer. Das ist jetzt gegenüber dem letzten Rennen ziemlich entspannt, Anführungszeichen. Ja, hier sind noch ein paar. Exoten-Serie haben wir auch noch. Die sind auch, ich dachte, wir hätten noch ein paar. Ach, wir hatten schon ein paar Rennen in der Hyper-Serie, aber scheinbar noch nicht. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall noch ein Rennen fahren. Das ist jetzt nicht mehr allzu viel. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel offen. Ich glaube, das ist nur das eine, oder? Kann das sein? Power Struggle, Exoten-Serie. Und, ja, hier. Die zwei Rennen haben wir noch offen. Das dürfte, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, es sind noch zwei Rennen offen, die wir in dieser Serie offen haben. Aber Power Struggle und einmal... Gut, dann machen wir Power Struggle als erstes. 19,3 Kilometer fahren wir jetzt und ich wieder werde mal gucken, was wir nehmen diesmal ein Auto. Wir haben entweder die Corvette ZR1 oder wir haben den Lambo. Und ich nehme jetzt diesmal die Corvette. Die ZR1 mit dem Codenamen Blue Devil ist die leistungsstärkste und teuerste Corvette aller Zeiten. Sie ist die erste in Serie gebaute Corvette, die eine Höchstgeschwindigkeit von über 320 Stundenkilometern erreicht und bietet die Performance exotischer Supersportwagen, die mindestens das Doppelte kosten. Die ZR1 besitzt zwar das gleiche Aluminium-Chassis wie die Z06, jedoch wurde das Fahrwerk auf die unglaublich breiten Reifen speziell abgestimmt. Die Leistungssteigerung wird durch einen Kompressor erreicht, der dem 6,2 Liter V8 brachiale 647 PS bei 6500 Umdrehungen pro Minute einhaucht. In die ausgewölbte Motorhaube aus Kohlefaser wurde ein Polycarbonatfenster eingelassen, das den Blick auf den Ladeluftkühler der Chevrolet Corvette ZR1 freigibt. Ja, und das ist so das, unser Fahrzeug für dieses heutige letzte Rennen. So, diesmal haben wir wieder ein bisschen mit dem Kopf zu tun. Wir haben 4 Lagerwände, wir haben 2 Störsender. Und wir haben 2 Turbo, 4 MP. Und hier sehe ich gerade mal die Positionen. Wir haben Gold, Silber und wir haben keinen dritten Platz. Das heißt, wir sind wahrscheinlich nur zu dritt oder zu viert. Also wir sollen noch in die ersten 2 kommen. Ja, 2 Autos sind. Das ist quasi ein Duell mit Kopf. Naja, schauen wir mal. Hier spricht die Cypress County Police. Halten Sie an. Guck mal den hier. Verdächtiger fährt äußerst aggressiv. Was ich auch wieder fest. Alle Einheiten aufgepasst. Ich setze ihn außer Gefecht. Bitte bitte nicht vorsichtig sein, Officer. Hier, die Zielerkappung
geöffnet. Nagelback in eurem Bereich entdeckt. Seid vorsichtig. Verdächtiger fährt extrem aggressiv. Wir müssen das hier jetzt beenden. Ich habe Kontakt. Dankeschön fürs Wegrauschen, Vollfahrten. Deswegen habe ich auch keinen Dienstwagen. Abstellwagen ist unterwegs. Deswegen habe ich auch keinen EP-Sitz gekriegt. Ich brauche den Rettungsdienst. Abstellwagen ist unterwegs. Moment, ist verfügbar. Bitte warten. So. Verdächtiger reagiert nicht auf meine Anweisungen. Mal sehen, wie er darauf reagiert. So, den nehmen wir weg. Wagen ist fertig. Ja, darauf geht es. Dass er sich da noch in die Abgabe reindrückt. So, jetzt ist es mal gut. Voll gut. Na super. Bentley. Habe die Fahrzeuge erreicht. Die Typen denken gar nicht dran anzuhalten. Nehme Verfolgung auf. Verdächtiger ist unterwegs auf dem Fahrzeug für ihn. Zentrale, bitte um Genehmigung für den EMP-Einsatz. Okay, wir haben jetzt mich ein bisschen. Sie haben jetzt ihn weggecheckt. An alle Einheiten, das Kommunikationssystem ist gestört. Ich habe ihn. Der ist jetzt festgelegt. Traurig ist, dass ich jetzt tatsächlich das Problem habe. Verdächtiger hat das Nachricht. Verdächtiger setzt sich zu mir. Wir haben ihn gerade verloren. Wir haben noch 2 Kilometer, auch genau. Wir benötigen eine Schlafensperre. Jetzt geht er mir, jetzt fängt er mich zu nerven. Behaltet eure Route bei. Alle Einheiten, Schlafensperre bereit, erwarten weitere Anweisungen. So, Gold. Gut, dass ich den Turbo reingehauen habe, noch schnell. Tja, sonst wäre es eng geworden. Das war das Wichtigste. Hauptsache, ich habe das Ding irgendwie zugemacht. Eine neue Belohnung. So, neue Autos. Und zwar Lamborghini Reventon Roadster von aus der Exoten-Serie. So. Dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder mit dem letzten Teil der Racer für diese Woche.